Herzlich willkommen zurück zu Let's Play God of War Ragnarök. Wir sind wieder in Alfheim. Ja, ja. So viel zu reden, Tier. Klar. Das wird gut klappen. Links von dir! Mhm. Schön, schön, schön. Was zum Teufel? Oh, da ist noch einer. Jetzt kämpft er ja doch ein bisschen. Geht doch. Arme Seele. Aber auf Lichtbrücken herüber, aber die Brücken sind verschwunden. Ich weiß, okay, wie wir rüberkommen. Mhm. Gut, für ja, klar. Uns. Er hat zwar der Gewalt abgeschworen, aber stark ist er wohl immer noch. Hier lang. Der Schreiner wartet uns. Ich meine, gerade hat er ein bisschen gekämpft, ne? Vielleicht nicht so viel Schaden gemacht. Kratos. Aber, ja. Er sieht sich ja, bloß um. Was tut er manchmal? Ah, eine neugierige Seele. Mhm. Aber anders aus als früher. Alles war zerstört und voll mit diesen Stöcken. Diese Alben verbessern den Tempel mit Alfheims Licht. Und wie es aussieht, auch sie selbst. Sie wirken deutlich gefährlicher als letztes Mal. Na, das waren nur die Fußsoldaten. Sie werden gefährlicher, wenn sie hört, ihr geht. Toll. Was war denn da unten gerade? Da war eine Kiste. Wie komme ich da hin? Gar nicht bisher, denke ich schon mal. Ja, sieht bisher nicht so ganz erreichbar aus. Zum Schreien geht es da lang, ja, oder vielleicht doch. Ach so. Dann nur zu. Die stinken ja übel. Ja, guck mal, du. Da ist ein Rabe sogar. Ist das so ein Nest oder was? Hm. Wir kommen da nicht zur Kiste, ne? Wir kommen da nur zu... an den Raben dran. Aber das ist ja auch schon mal was. Müssen wir es jetzt halt wirklich mit diesen Kristall hier dann darüber erstmal kriegen? Sieht gut aus. Jo. Geil. Im letzten Part haben wir gesehen, 12 bräuchte ich aktuell, um dann eine nächste Kiste da zu öffnen. Okay, aber hier hat das nichts mit der Kiste da drüben zu tun. Oder ist sie dahinter, kann das sein? Da kommt man halt dennoch nicht ran, würde ich so sagen. Ich habe gesagt, oh, lol. Die Kisten, Nivelheim. Ach, das ist die Kiste, ne? Ja. Kiste Nivelheim, die man halt da mit den Raben, wenn man die gesammelt hat oder ne, zerstört hat, wie auch immer, die man da öffnen kann. Da haben wir jetzt ja die erste offen. Da braucht man ja 6 Raben für. Die nächste sind 12. Die nächste müsste 18 sein, dann 28, dann 38 und 48, glaube ich, ne? Auf jeden Fall die nächste ist 12 und jetzt haben wir 8. Das ist doch schon mal fein. Und flößen sich Kraft ein. Was wollen die Dunkelalben damit? Es zur Quelle zurückbringen. Ich hoffe, wir haben jetzt wirklich alles. Ihnen sind die natürlichen Vorkommen Alfheims heilig. Vor allem das Licht selbst. Ja, der Triumph der Lichtalben hatte einen furchtbaren Preis. Nach der Erschaffung dieses Tempels verdorrte Alfheims einst lebendige Wüste zu einem sturmgeplagten Ödland.
Aha, die wollen da lang. Hier oben gibt es mehr Dämmersteine. Du baust hier nochmal eben. Ziemliche Gedichtsammlung auf. Das überrascht mich. Mein Volk ist berühmt für seine Kultur. Keine Überraschung. Es sind noch mehr Lichtalben. Ich mach das schon. Vielleicht ist das keine gute Idee. Oh, Freunde, seid gegrüßt. Wir kommen in Frieden. Lichtalben Mystica Ziel so. Geworfene Waffen? Zurück. Was? Was soll ich tun? Ach so. Wenn die das schießen, dann soll ich einfach meine Axt in die reinwerfen. Vorsicht, die Kugel! Ah ja, so jetzt teste ich das mal. Ja, gut. Sind hier noch mehr? Ah ja. Rechte Seite, Kratos! Sehr gut. Oh. Kommen wir denn darüber? Möglich von da hinten irgendwo drin, ne? Sind wir da gerade gewesen oder so? Weil hier sind ja überall solche Plattformen zum Laufen, runterklettern, was auch immer. Markierungen da halt, ne? Lichtkugel, Achtung! Ja, bodenlos. Das ist ja noch eine, Mensch. Oder ist das dieselbe? Das ist dieselbe, ne? Lost. Doch die Lichtalben wollen sie weiter nutzen. So kann man es zusammenfassen, ja. Aber welche Seite hat recht? Das lässt sich selten sagen. Und es steht uns nicht zu. Das können nur die Alben. Das habe ich beim letzten Mal bereits gesagt. Na dann. Viele Lichttore erschaffen. Befestigung. Ja, die Dunkelalben dürfen nicht wieder herrschen. Hey, das sieht interessant aus. Ja. Da geht es nicht hoch zum Schreien. Wissen wir. Wir wollen zu der Truhe. Ah, verstehe. Verzeiht meine Ungeduld. Oh, richtig. Er hat so blau angezeigt, das wäre richtig, du. Ah, ist auch. Wir müssen es loslassen. Jetzt das zurückziehen, dann klappt das. Oh, guter Einsatz deiner Axt, Kratos. Ah ja. Unter da. Und mal schauen, was da so Schönes ist. Oh. Das 1 als Drachenflug bezeichnete Gram ist zwar nicht mehr, als es war, es 1 war, bis dann entschuldigen. Okay, gucken wir es mal an. Heft von Gram. Gewährt einen Rageschub und betäubt Gegner in der. Rageschub heißt dann was? Verbesserung wird der Ragezuwachs. Okay, man kriegt einfach Rage. Einfach ein bisschen da was dazu auf die Anzeige da, ne?
Hier kriegen wir kurzzeit einen Nahkampfschadenbonus. Durch Verbesserung wird der Effekt und dessen Dauer erhöht. Ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht mehr bringt. Betäubt Gegner in der Nähe ist halt ganz nice. Es nutze ich ja eh alles nie. Das ist ein viel größeres Problem erstmal. Oh lol. Wieso habe ich das übersehen? Runangriff für Chaosklingen. Ein schneller Aufwärtstrieb, der einen Feuergeist erzeugt und so Gegner in der Nähe wegschleudert. Wir haben aktuell gar keinen ausgewählt, kann das sein? Ah doch, Lost, wir haben das ausgebildet, das ist neu. Dachte schon, es kam mir bekannt vor. Ein kraftvoller Stich, der eine Feuerbombe hinterlässt, die nach kurzer Verzögerung detoniert. Das ist eigentlich cooler. Nehmen wir das. Ich will aber noch nicht so viel EP rausballern. Das haben wir uns eigentlich auch alles gut durchgeschaut und abgegradet, wie wir wollten. Was wir nicht gemacht haben im letzten Part, fällt mir gerade auf. Die Fähigkeiten haben wir uns gar nicht verbessert. Wir haben ja an sich sehr viel Punkte, also kann man das mal machen. Größere Wirkungsbereich dafür, okay, ja. Stas adressiert die Chance, mit seinem Nahkampfkombo einen heftigeren Angriff auf sein Ziel zu starten. Ja, ja. Kann zurückbringen und auf sich ihm nähernde Gegner zielen, um eine moderate Betäubung auszulösen. Ja, ja. Ballern wir einfach mal ganz vieles da drauf. Wir haben ja tatsächlich relativ viele Punkte auch für ihn. Zieht die Aggression des Gegners auf sich, den Kratos unter Druck steht. Ja, das ist auch nicht schlecht eigentlich. Hält Gegner länger fest und versteckt die von Kratos gegen das festgehaltene Ziel ausgeführten. Ja, Kann ein Gegner mit einem schnellen Schildhieb niederstrecken, um eine Betäubung auszulösen. Oh ja, das ist auch nice. Das ist auch nice. Dann kämpft er eigenständig immer ein bisschen besser. Atreus sprintet auf einen Gegner zu und führt einen Sprungangriff aus, um ihn zu stören. Okay, ja. Sprintet auf einen Gegner zu und schleudert ihn mit einem schweren vertikalen Duft. Ja. Sind das eigentlich dann dieselben, die, auch wenn man mit ihm spielt, wirken? Ich glaube nicht, oder? So, bei Kratos müssen wir aber dringend nochmal gucken. Drücken Sie R2 während Flammenpeitschenhieb, um die Klinge nach unten zu stoßen und eine schwere Brandexplosion auszulösen. Wenn Flammenpeitschenhieb voll aufgeladen ist, lösen Sie eine Welle kleinerer Folgeexplosion aus. Das klingt ganz gut eigentlich. Rein da. Klingen Nahkampfangriffe gegen eingefrorene Gegner richten zusätzlichen Schaden an. Ja, okay. Kann man eigentlich mal machen, wenn man wieder eingefrorene Gegner hat. Wobei, eingefrorene Gegner heißt theoretisch, dazu wechseln, würde es theoretisch auch gehen, wenn man halt jetzt mit der Axt auf den Gegner wirft, der dadurch dann eingefroren ist, wenn man ihn aufgeladen hat und dann damit angreift, boah, weiß ich nicht. Führen Sie Nahkampfangriffe in schneller Folge aus, ohne Schaden zu nehmen, um die Chaoslinge aufzuladen und bei jedem Treffer heranschauen. Okay, das ist strong. Halten Sie R2 gedrückt, nachdem Sie eine Gegner mit lodernde Woge durchbohrt haben, um die andere Klinge das Ziel zu schleudern. Senden Sie einen Energiepuls beide Ketten und dann lösen Sie. Oh, nice. Ja, ja, das ist geil. Halten Sie R1 gedrückt, um mit den Klingen in der Hand einen Hagel von Angriffen mit hohem Schaden gegen einen einzelnen Gegner zu richten. Ja, auch nice. Ich muss auch immer da gucken, so, was benutze ich tatsächlich, ja? Wo denke ich im Kampf auch wirklich dran? Was macht der da genau? Ja. Ah, nein. Controller. Halt noch durch ein bisschen. Halten Sie beim Ausweichen nach vorne, drücken Sie einen Sprung. Ja, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Jetzt möchte ich aber erst nochmal bei der Axt gucken. Wobei, da haben wir alles durch aktuell, ne? Hier können wir nur noch so ein Dings auswählen. Drücken Sie R1, während Frost erwachen, um weit auszuholen und Frost auf andere Gegner in der Lege. Ja, okay. Hier können wir jetzt wieder so ein, die durch die Fähigkeit erlangte Permafrostladung. Mit moderat die Betäubung der. Aber das macht. Gut. Hier können wir eh nichts mehr machen. Axtverbesserung 3 bräuchte man dafür. Wie läuft das denn alles nochmal? Das passiert einfach irgendwann gefühlt, ne? Da haben wir selbst noch keinen Einfluss drauf, so richtig, oder? Lol, wir können ja hier auch noch mal ein bisschen gucken. Aber gut, hier lässt sich nicht viel tun. Vor allem, weil wir zu wenig EP haben. Lol. Scheiße, das hätten wir mal machen sollen. Wobei, gut, die Fähigkeit von Atreus, Alter, die nutze ich ja nie. Wie nutze ich das denn überhaupt, Mann? Scheiße. Ich muss mir das echt mal angewöhnen, diese ganzen Angriffe noch weiter zu nutzen. Was ich hier mal kurz ausprobieren kann, ist das hier. Okay, oder so. Ach, ich wollte eigentlich... ist das... Warte mal, jetzt brauche ich mal hier irgendwas zum Greifen. Ah ja. Mit R2 ist das, was ich auch gerade hier geupgradet hatte. Dass er halt auch noch die zweite Klinge hinterher wirft und dann fette Brennexplosion auslöst. Zurück zur genau. Zurück zur Sache. Wir müssen ja mal vorankommen hier. Storytechnisch. Ah, scheiße. So, dann komm mal, ich weiß nicht, hier hin.
haben. Ah. Geht doch. Jetzt könnte man theoretisch von hier aus auch direkt. Okay, gut. Jetzt weiter nach oben, ja? Ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts übersehen oder nicht gemacht. Weil man das Ding ja auch anders platzieren Rechte konnte. Seite. Achtung! Ja! Was? Ich bin sogar noch ausgewichen. Ich habe das gedrückt. Was ist denn das jetzt? Was soll das? Ach, jetzt tauchen die gar nicht mehr auf. Klar. Okay, doch. Ja, klar doch. Hinter dir! Geht doch. Also, welches ist dein Lieblingsgedicht von Quasi? Ja, der gar keinen Plan. Bin ich eins gelesen. Das überlasse ich dann wohl euch. Na, oh, ich dachte, ich hab noch Zeit. Boah, Junge, was? Kein Bock mehr. Was zum Teufel? Mein Gott. Das war gut. Hat mir so ein bisschen zugesetzt, ganz ehrlich. Wir sehen das war... uns das war jetzt nicht schön. Was ist das hier? Waren wir hier schon mal? Nee. Ah! Das haben wir aber vorhin gesehen. Aha, aha, aha. Ist doch schön. Geschmiedetes Eisen. Gerne nimmt man. Können wir das hier nochmal runterstoßen? Um wohin zu kommen? Achso, warte mal. Ich dachte, man soll auch von hier aus irgendwo hin. Ne, wir sollen einfach nur von hier wieder diese weirden Sprünge machen, ne? Aber zum Beispiel nur hier hin, oder? Wir können auch darüber noch. Und dann von da aus. Falscher Weg. Oh. Und Scheiß. So langsam Ja. Genau. Dass die Lichtalben den Tempel so stark kontrollieren. Sie müssen einen neuen Tempelritter geweiht haben. Svartaulge Fürst gegen. Ach du Scheiße, wie sollen wir das denn? Er ist jetzt wohl auch im Licht. Okay, wir müssen damit stark nach da rücken und dann. Ach komm. Da kann man das noch krasser anschwingen, dass es irgendwie ultra schnell ist. Was ist das? Muss doch total einfach gehen eigentlich. Und dann trifft das Ding nicht. Wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Jetzt ging es irgendwie sehr einfach. Der Zeitpunkt muss genau stimmen. Ja,
Das ist ein ganz toller Kanto. Der hat doch selbst gerade noch gesagt, ja, noch eine Kiste, ne? Ja, ja. Wo denn? Ich hab die nämlich selbst noch gar nicht gesehen. Hä? Hä? Ich gehe einfach mal da hoch wieder. Aber hier rennt doch Tia auch rum, oder? Ah, nee. Okay. Dann habe ich alles richtig gemacht. Toll. Was ist das? Ein einfaches Schmuckstück, das die Wiedergeburt symbolisiert. Was? Accessoire. Okay. Gut, dann weiter. Ach, Lost. Ich sollte dagegen. Ja, zack, jetzt hier. Zack. Okay. Dass er da immer noch schlägt und schlägt und schlägt. Ist doch fertig jetzt. Hier drüben. Ist das ein Mini-Kristall? Sollen wir den zerstören? Nee, oder? Gut, dann weiter. Und los geht's. Tu, was nötig ist. Hier kannst du ja gefühlt einfach gegen so ein Ding werfen und es wird schon Gegner treffen, wenn gerade überall solche sind, oder? Ja. Sieh dir diese Statue an, diese Kristalle. Die Alben besitzen sie ebenfalls. Ich frage mich, falls diese Statue in die Kluft fallen sollte. Sollen wir da runterwerfen? Okay. Mal kurz gucken, nicht, dass man hier irgendwas sieht, ne, wie immer. Ja, aber hier ist nichts. Das Fundament ist brüchig. Vater kann das leicht umstoßen. Nice. Oh, die Kristalle sorgen für die Lichtbrücken und die Lichtalben tragen sie. Schlau. Fast geschafft. Darf ich? Bereitet ihn die Zerstörung jetzt oh, lol. Vergnügen? Bald fängt er an, Vasen. Kann man da ran? Sind wir von da gekommen? Kann das sein? Ja, okay. Ja, ja. Müsste. Wenigstens nähern wir uns. Schau nach oben. Siehst du? Von innen wird es noch größer. Was all das hier unten war. Oh nein, jetzt müssen wir hier eigentlich schnell sein, ne? Ich habe die Truhe noch gar nicht gesehen. Ja, scheiße, du. Da ist eins. Dort, da drüben. Ah, okay. Ah, man kann von hier das treffen. Das bringt jetzt noch nicht viel, weil wir das dritte erstmal finden müssen. Das weißt du besser als wir, Bruder. Da bin ich gerade ein bisschen überfordert, tatsächlich. Wo ist denn das? Wonach suchen wir denn? R haben wir. Gucken wir mal, was da kommt. Verdammt. Ein C noch. Also, zumindest was wie ein C aussieht. Hat gereicht, perfekt. Meat. Geile. Und er hört auch sofort, lol. Okay.
Hat auch das letzte Mal der Apfel schon, ne? Das ist nice, das ist nice. Okay. Da scheint was krass abzugehen. Ja, ich wollte gerade sagen, wir warten damit mal bis zum nächsten Part. Aber dann werden wir wohl hier direkt reingerissen. Boah, Junge. Aufs Maul. Okay, das war jetzt voll unnötig eigentlich. Was soll man da eigentlich machen, wenn die diese blauen Kreise-Dinger da haben? Wäre hier was zum Heilen, bitte? Komm schon, Kratos, hoch mit dir! Das sind immer so dumme Tode. Das sind immer so ultra dumme Tode. Vor allem in letzter Zeit. Sonst ist es immer noch so, okay, ich habe einfach schlecht gespielt. Ja, Gegner sind sehr stark, ich muss mich da ein bisschen reinhängen. Aber Junge, die sind ja auch wirklich jetzt nicht so krass. Lichtkugel, Achtung! Ja, die machen halt auch ultra viel Schaden damit, ne? Das ist halt dann doch wieder so ein Fall von... Ja, das war doch... Könnt auch mal wieder ein bisschen mehr blocken, du. Muss man ja auch mal sich so ein paar Fehler eingestehen. Oh, ein Rabe. Hier macht ja auch wieder gar nichts. Ein großer Lichtball kommt auf dich zu. Ja. Was das, ey. Ich mach mir diese Spiegel, glaube ich, zu selten zunutze. Also die machen halt echt viel, glaube ich, ne? Ey, mein Aim ist auch teilweise dumm, dass ich dann nicht treffe die, mit dem Kristall. Vater, Vorsicht, die Kugel! Ja, das war natürlich jetzt scheiße. Das hätte man treffen können. Hinter dir, Vater! Das wollte ich gerade gar nicht. Aber geht natürlich auch. Oh, dem mache ich gerade gut Schaden, du. Das ist fein. Boah.
Geschafft? Geht doch, ey. Das war jetzt echt scheiße. Das war jetzt echt scheiße. In vielerlei Hinsicht, ey. Das. Mein Gott. So scheiß wie du. Boah, das kann jetzt nicht sein. Geht doch. Puh. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier jetzt immer mal Schluss. Wollte ich ja gerade eigentlich schon. Und dann kommt dieser Kampf hier, ey. Na gut, dann war's das für diesen Part. Lasst doch gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts mehr hiervon verpassen wollt. Danke fürs Ansehen, bis zum nächsten Video und ciao.